Guten Morgen. Ja, das Wetter hat sich mal wieder anders verhalten, als die Vorhersage war. Es hat wirklich die halbe Nacht geschüttet. Und tatsächlich erst kurz vor 7 aufgehört. Ja, das heißt, es wird echt dauern, bis ich hier wegkomme. Mal jetzt ist halt wieder alles irgendwie klatschlass. Oh, das nervt so. Aber ich hoffe, dass jetzt ein bisschen Sonne rauskommt. Und dass ich dann quasi das Zelt irgendwie trocknen kann. Außerdem ist hier so viel Kondenswasser, dass es hier echt reintropft. Das ist auch nicht gut. So, jetzt ist es 11 Uhr. Ich habe endlich gepackt. Strahlend blauer Himmel. So konnte ich jetzt meine Sachen auslegen, sodass sie weitestgehend trocken sind. Meine Schuhe, die hier hinten hängen, die sind leider klatschnass. Die standen draußen. Aber ich habe ja, Gott sei Dank, noch andere, wie man sehen kann. Hoffentlich jetzt gesehen hat. Und ja, ich mache mich weiter auf Richtung Triest. 21 Kilometer von hier ist ein anderer Campingplatz. Meine Batterie, gestern hat sie funktioniert, als ich sie reingeschoben habe. Heute funktioniert sie nicht mehr. Deshalb habe ich auch gestern nicht aufgeschraubt. Also muss ich heute Abend mal aufschrauben, nochmal gucken. Und wenn es dann immer noch nicht geht, dann schmeiße ich sie einfach weg. Ja, das nervt auch so langsam. Aber eigentlich ist sie ja von nicht kaputt, da ist irgendwas anders. Aber ich bin halt kein Elektriker und habe keinen Lötkolben und all diese Geschichten. Naja, mal schauen. Buen camino por mí y por todos. Eine Sekunde nicht aufgepasst und schon den falschen Weg gegangen. Gott sei Dank gibt es hier diesen Querweg. Das heißt, es ist dann nur, weiß nicht, ein Kilometer umsonst gelaufen. Das war jetzt auch nett. Da kam ein Mann ungefragt auf mich zu, fragte mich, wohin ich wollte und hat mir dann eine Abkürzung beschrieben, die eben nicht nur eine Abkürzung für eine super kurvenreiche Strecke, die steil den Berg hoch geht, ist, sondern auch lange nicht so steil sein soll. Und ja, ich hoffe jetzt auch, dass es wirklich nicht so steil ist, aber es sieht jetzt hier auch nicht so aus. Also so wie vorgestern wird es bestimmt nicht. Super. So, den Gipfel erreicht mit knapp 650 Meter. Das war einfach. Das war echt nicht tragisch. So, und jetzt geht's mal ein Stück weit durch den Wald. Was ja schön ist, wenn es nicht regnet wie Sau. Und wenn es nicht zu steil ist auf so einem Schotterweg, dann schiebt nämlich mein Wagen hinten und rutscht auch zuweilen weg. Ist dann immer sehr unangenehm. Und dann kann ich nicht wirklich schnell laufen. Eine menschliche Siedlung, wo es hoffentlich etwas zu essen gibt. Ich schieb so einen Kohldampf. Gerettet. Eine Bäckerei hatte irgendwas Süßes mit Marmelade gefüllt. Es ist hier wohl strengstens verboten, die Wege zu verlassen. Und überall sind
solche komischen Hügel. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Vielleicht Militärübungsplatz, Schießscharten. Who knows? Aha, Militär gerade an mir vorbeigelaufen, vorbeigefahren. Und wenn irgendwas verboten ist, dann ist es natürlich besonders interessant. Und ja, this is just. Zum Krieg spielen. Vielleicht ist es auch Cruising-Gebiet. Who knows? Aha, ich bin mal wieder in militärisches Sperrgebiet eingedrungen. Weil nein, ich glaube, es ist kein Sperrgebiet. Da waren keine Schilder, die einem klar gemacht haben, dass man sterben wird, wenn man es wagt, hier rumzulaufen. Aber ich bin ja auch schon mal in Deutschland durch ein Sperrgebiet gelaufen, da waren genau solche Schilder, aber die Schranke war offen und es hat mir 5 Kilometer erspart. Und ich dachte mir, wenn das so gefährlich ist und so verboten, dass man da nicht drin rumlaufen darf, dann wird es ja wohl hoffentlich irgendwo eine Videokamera geben, die das aufzeichnet, dass man dann wieder rausgeholt wird. Aber nichts passiert. Es donnert schon wieder und jetzt muss ich auch noch an so einer blöden Straße für 2,5 Kilometer entlang laufen. Aber zumindest ist da schon mal ein Schild, Camp, sonst was. Ja. Halleluja. Rechtzeitig, als der Regen angefangen hat, angekommen. Prost! Ja, das hat sich jetzt echt gelohnt. Und die Jungs, die das hier machen, die sind echt fit und echt super cool. Boah, was Blick! Wie geil!